Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf dem nordfriesischen Marsch vierfach. So, hier haben wir natürlich noch gar keinen Kurs gemacht, das habe ich ja in der letzten Folge nachgeschaut. Und dann gucken wir erstmal 1, 2, Bahnen, scharf, Uhrzeigersinn automatisch. So, generiere mir den Kurs, vielen Dank. Dann werden wir diesen Kurs hier mal reinspeichern. Steine sammeln. 9 Meter. Let's go. Erster Wegpunkt. Adios. MLT ist angekommen. Beim EDK. Und der LKW ist garantiert wieder irgendwo stecken geblieben auf dem Weg. Nee, der fährt noch. Okay, Paletten zeigt es mir auf jeden Fall grün an. Und hier kann ich dann auch schon sehen, dass es hier ein wenig zu Problem gekommen ist. Mit dem Auslagern. So. Einmal ganz kurz hier rüber gucken. Ups, falsche Taste. Falsche Taste. Menschenskinder. Ja, sind wir schön die Spawnflächen. Gut, haben wir hier irgendwo noch eine Colli. So, jetzt müsste wieder alles weg sein. Hat einer wieder die Arbeit beendet. Sehr schön. Das ist unser Abfahrerchen. Der darf dann natürlich wieder zum, nicht Kalkwerk, zum Hof fahren. So, hier oben haben wir ein paar Palettchen stehen. Ja, da muss ich da mal noch gucken, ob ich da irgendwo ein paar Paletten hab. Ja, das hat wieder nicht geklappt. Bin wieder in den falschen gelandet. Okay, also eine Palette wird auf jeden Fall geladen. Die kann dann schon mal weg. Ja, der wird weggeschoben hier. Wunderbar. Ja, lauf mal bitte zu. Ich möchte hier mich drehen. Freunde der Sonne. So, da war ja. Muss ich erstmal ausfahren. Irgendwie möchte der jetzt hier nie runter, ne? Muss das halt lernen, dass er da runter soll. Da kenne ich ja jetzt mal gar nichts. Eigentlich hätte ich ja auch direkt reinfahren können. Ja, das ist meine Blödheit jetzt gewesen. Ja, da fahren wir jetzt hier hin. So. Zack. Haben wir den auch unten. Ja, das ist ja alles erstmal nur gemietet, ne? Die ganzen Fahrzeuge, der Telelader und so, den habe ich alles nur gemietet. Zack, dass ich hier eben das so machen kann. Ja, hier nochmal abladen. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur den Trigger reinfahren brauchen. Höchstwahrscheinlich. So. Na. Also jetzt hänge ich hier ein bisschen blöd fest mit dem Telelader. Also
so eine kleine OP. Aber das kriege ich hin, das kriege ich hin. Da war ich ein bisschen weg. Na? So langsam wird, so langsam kriegen wir das. Da bin ich jetzt dran vorbei. Natürlich. Einmal hier unter den LKW schieben, das geht. Und natürlich den LKW auf mich drauf schieben, ne? Das geht natürlich sehr gut. Oh Mann. Mal nichts für schwache Nerven. Jetzt hänge ich hier fest. Oh je. So, wenn ich das jetzt schaffe, so ein bisschen runter, nach vorne schieben. Versuchen, den hier so jetzt rauszukriegen. So, das hat auf jeden Fall geschafft, dass ich ihn rausoperiert habe. Jawohl. Das hat jetzt gut geklappt. Oder einigermaßen gut geklappt. Oh je. Also wir können jetzt erstmal normal weiterfahren. Ich lasse ihn jetzt erstmal hier stehen. Es hat den Grund, da ich ja nicht weiß, ob die ganzen Paletten angenommen werden. Von... wie soll ich das jetzt sagen? Vom Autoloader. Schauen wir einfach jetzt mal, ob sie geladen werden beim Zentrallager. Gut, ich hätte es auch langlaufen können und gucken können, ob ich sie aufnehmen kann. Aber wir fahren jetzt einfach hin, weil wenn nicht, dann können wir immer noch schnell zurück. Und mit dem Telelader herfahren. So, und hier sehen wir schon mal, es werden... Zumindest die ganzen hier schon mal aufgenommen. Das ist ja auch nicht schlecht. Die hat er jetzt auch schon mal genommen. Bin ich wieder im Falschen drin? Weizenbier. Alle Paletten. Da müssen da circa 4 Paletten weniger drauf sein. So. Sofern der jetzt nicht wieder durch die Kante segelt. Nein, macht er nicht. Sehr schön. Ja, da werde ich wahrscheinlich auch in der XML nochmal gucken müssen, ob da alles soweit passt. Ja, den kann ich ja laufen lassen. Also ich meine, dass der Anhänger hier geleast ist. Ja, gemietet. Gemietet. Aber ich sehe jetzt hier leider nicht die Stunden. Ich sehe leider nicht die Stunden, aber Moment, ich kann ja was anderes machen. Ich kann ja hier was anderes machen. Muss ja nicht unbedingt hier rüber zurückgeben. Tanken, nicht laden, tanken. So. Das haben wir jetzt auch schon mal. Sehr schön. Ich kann den nämlich hier reinstellen. Zack, den Tracker können wir zurückfahren. Den habe ich natürlich jetzt vorhin nicht getankt. Na, da wird der hier hinten wieder angestellt. Da ist ziemlich Lärm im Spritze ich gerade. Uiuiui.
erstmal das Fahrzeug hier wieder wegbringen. Neu lackieren? Nein, brauche ich nicht. Zurückgeben. So, haben wir das auch zurückgegeben. Was ist denn mit dir? Den kann man jetzt auch wieder komplett zurückgeben. Upsala. Hier gemietet. Teleskoplader zurückgeben. Ja. Und natürlich das Werkzeug geben wir auch gerade zurück. Na gut, da hat es doch ein paar Paletten mehr weg. Da hinten liegt noch eine. Könnte sein, dass das sogar hier hinten irgendwo liegt. Und die liegt drin. Wie kann die hier drin liegen? Wie kann die hier drin liegen? Und wo vor allen Dingen? Wie kommt die hier rein? Ah, das ist auch so eine. Oh, Mist. Na gut. Dann fahren wir hier halt einmal durch. Nochmal rüber zum Edeka und geben das Bier ab. Ei, 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 ei. Das ist knapp. Ah, sind wir gut durchgekommen. Robo ist fertig. Ist das der Steinesammler? Ich glaube, das müsste der Steinesammler sein. Dann kommen wir auf jeden Fall ja zu 16, weil dort sind wir ja auch fertig. Ich glaube, da muss ich noch ein paar Paletten irgendwie zusammensammeln. Ich glaube ja. Da müssen wir noch einige sammeln. Aber gut. Ist wie es ist, ne? Jetzt wird erstmal das hier verkauft. Dann werden noch die anderen Biere verkauft. Also das hier ist Bier. Das waren auch nochmal eine Million. Sehr schön. Also ihr seht, ich habe ja allein schon das Feld für 2,2 Millionen gekauft. Ja, und dann kann man hier oben da schön sehen, ich habe 5,6 Millionen. Also ich wäre eigentlich bei 7,8 Millionen jetzt. Und das ist ordentlich, finde ich. Einmal hier hin, hier ist Bier, jawohl. 78 Paletten, jetzt laufen wir hier extra weg, dass hier nichts mehr passieren kann, dass der hier hinten bleibt, jawohl. Ach, das war der hier, der Mulcher, okay. Alles klar. Ah, der darf sich jetzt natürlich auch wieder anstellen beim Hof, beim Warten. Muss er sich wieder hinten anstellen, ist ja ganz klar. Hm. Dann können wir aber hier den Kalker losschicken. Dass der hier auch zumindest mal arbeitet. Dass der halt zumindest auch arbeitet. Ja, hier ist es geladen, 100%. Davon können wir ja auch zwei, ein bisschen mehr wie zwei, können wir wegbringen. Hier ist der Pflug schon im letzten Vorgewende. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also wenn er das Feld fertig hat, wir werden dann mit unserem Pflug Feld 3 pflügen. Das ist schon mal Fakt und sicher. Okay. Das Rohöl in der Raffinerie gibt es ja auch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr her, sagen wir es mal so. Ich denke mal so nächstes Jahr, wenn der Winter rum ist, werden wir keine Spritprobleme mehr haben. Da werden wir gut Sprit produzieren. Und dann wird alles normal wieder laufen. Und ich denke auch, dass wir kein Sprit mehr einkaufen müssen.
Denke ich, hoffe ich. Zumindest. Aber hier ein bisschen wegfahren vom Punkt. Von der Straße, nicht vom Punkt, von der Straße natürlich. Mann, 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 was ich da so erzähle. So. Okay. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.